Die Loot Chest für den Dezember 2017 ist da. Ja, nein, diese Glocke. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Nein, diese Mütze gehört nicht mit zum Loot Chest Abo. Die kriegt man nicht mit dazu. Ja, ich würde mal sagen, öffnen wir diese Kiste wieder. So, auf die alte Art und Weise. Eigentlich mit einer Schere, aber die brauche ich auch heute. So. Vielleicht gibt es ja heute ein bisschen Star Wars Merch hier drin. In der Dezemberbox. Star Wars, der 8. Teil kam ja raus. Den habe ich schon gesehen. Jaha. Nice. So, was haben wir hier drin? Was ihr nicht seht. Und das sieht nach Star Wars Merch aus. Nicht? Hier sehen wir gleich ein T-Shirt hier ganz oben. Was ist das? Packen wir es mal aus. Ein rotes Schutz. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen zerstört. Was so ist. So, was haben wir hier? Okay. Das wird bestimmt gleich im Heftchen drin stehen. Wir werden es bestimmt gleich lesen. Da unten ist ja immer ein Heft mit dabei, wo das drin steht. Hier haben wir auf jeden Fall Star Wars. Hier haben wir eine Christbaumkugel, wie es ausschaut. Ja, passend zum Dezember und zu Star Wars. Scheint sogar von Star Wars 8 zu sein. Och, wie schön. Eine Christbaumkugel. Kann man sehen, hier vorne das Symbol von Han Solo. Das müsste Han Solo sein. Die glitzert ziemlich, die Kugel. Ich habe die Glitzer überall. Star Wars. Ist das nice. Gleich mal wieder reinstecken, bevor sie noch mehr glitzert hier, die Kugel. Dann bin ich jetzt wieder voll mit Glitzer. Da kenne ich wen, den würde das sehr freuen. Das Glitzer. Eine Doctor Who Sonic Spork. Was auch immer. Packen wir es aus. Gucken wir rein. Okay, dieses Teil sagt mir was hier. Das ist so eine Art Göffel ist das. Gabel und Löffel. Aber so als Doctor Who, der Schraubenzieher, gab es doch diesen Schraubenzieher bei Doctor Who. Ich habe Doctor Who nie gesehen, aber ich weiß, was das ist, da so ein Schraubenschlüssel. Nice Sache. So ein bisschen locker hier, merke ich schon, wenn ich es in der Hand habe. Der Griff ist ein bisschen instabil. Ist aus Plastik, der Griff. Ja, auf jeden Fall aus billig Kinderspielplastik. Das ist auch sehr wackelig, die Geschichte hier. Aber hallo, das fühlt sich gefährlich in der Hand an. Aber ja, das nicht bei Loot Chest. Das muss doch irgendwie, ja, irgendwie muss das produziert werden für jeden Loot Chest Abonnent. BBC's Sonic Spock. Ah, BBC. Dieselben, die Sherlock gemacht haben. Und was haben wir hier noch in der Kiste? Hier erstmal eine Zuckerstange. Natürlich müssen Süßigkeiten auch mal in Loot-Chest mit dabei sein. Ja, weiß ich, gehört sich doch. Die werde ich jetzt nicht auspacken. Ich weiß, wie eine Zuckerstange schmeckt. Das muss jetzt nicht für euch kosten. Und da haben wir hier was ganz Großes am Boden der Kiste. Ein Super Mario Puzzle. Poster vom Motiv in Originalgröße. Okay. Hier haben wir noch einen Sticker von Loot Chest. Ja, auf jeden. Okay. Mario Puzzle, eine heiße Sache. So, und dann ist hier noch ein 20-Rabatt auf den ersten Loot Chest mit dem Code hier. Ja, habe ich jetzt in die Kamera gezeigt.
Der Erste, der es eingibt, kann diesen Code haben. Ja, was soll ich damit? Ist eine Geschenkkarte. Gehe auf www.lootchest.de und packe einen Lootchest-Variante in deinen Warenkorb. Unter Warenkorb bearbeiten kannst du den Gutscheincode eingeben. Und einen Rabatt. Und der Rabatt wird automatisch abgezogen. Gilt nur für die erste Box. Ja, da ich hier sowieso schon eine ganze Ladung an Boxen hatte, das ja nicht mein erste ist, geht das bei mir nicht mehr. Und wem soll ich das schenken? Also, hier nochmal der Code. Xmas Loot. Sieht nicht nach sehr persönlich aus. Also, scheint kein persönlicher Loot-Chess-Code zu sein. Also, einfach mal eingeben und machen. Ich weiß nicht, wenn das ein einmaliger Code ist, dann der Erste, der kommt, hat's. Was soll's? Hier. Und der Zweite, der kriegt diesen Sticker hier von mir. Nee, Spaß. Dafür schicke ich keine Post. So, hier haben wir jetzt das Album hier. Ich sag schon Album hier. Was Quatsch hier. Quatsch mit Soße. Das Heftchen. Ah, hier wird wieder ein Kanal vorgestellt. Der Featured Channel Lux New. Scheint eine Art YouTube-Kanal zu sein. Anderthalb Jahre YouTube. Ja, der macht schon fast so lange wie ich YouTube. Hey. Könnte mit mir fast angefangen haben. Ja, Unboxing-Let's Plays macht er so ein bisschen. Hey, der macht denselben Stuff wie ich. Scheint ein guter Typ zu sein. Hier noch eine Beschreibung. Rebels Gum T-Shirt, das wollte ich wissen hier. Die Beschreibung dazu. Warte, Moment. Warum? Ich muss mir das nochmal angucken hier. Sag nicht erkennen, Star Wars Motiv nicht. Ich großer Star Wars Fan. Es muss doch irgend so ein Raumschiff sein, so ein. Ist das ein X-Wing? Ein A-Wing? Das wohl irgendwie aus der Clone Wars oder sowas. Saga hier. Ja. Ich kenne nur die X-Wings aus den Filmen. Ja, scheint wirklich sowas zu sein wie Clone Wars oder die Comics oder. Ja, ich habe halt nur die Hauptfilme gesehen. Für die Nebensachen und Nebengeschichten interessiere ich mich nicht wirklich. Den Rogue One habe ich geguckt. Das ist in der Tat so, aber ja, jetzt für großartig mehr interessiere ich mich nicht so sehr. Hier noch die Kiste, hier noch die Mütze oben drauf. Ja, war zwar nicht mit dabei, aber was soll's? Kleine Deko von mir. So haben wir ein schönes Bild hier. Sieht doch nicht ganz falsch aus. Das kann man benutzen für Thumbnail. Ein Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenquest verpassen wollt. Das nächste Loot Chest Unboxing im nächsten Jahr, Januar 2018, nicht verpassen wollt, dann ja. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Loot Chest Unboxing oder bis zum nächsten Video. Ich muss noch die Gewinnerin der letzten Loot Chest verkündigen. Die da wäre Vilina Leurich. Ich schreibe es hier nochmal als Ding, als Name in die Videobeschreibung und habe es jetzt hier wahrscheinlich auch noch eingeblendet. Die Vilina Leurich erhält dieses Cthulhu-Kartenspiel, das gab es im letzten November Loot Chest Unboxing zu gewinnen. Ja, das kommt dann zu ihr. Wo wir gerade beim Thema Gewinnspiel sind, eine kleine Werbung hier. Es läuft aktuell noch ein Gewinnspiel auf meinem Kanal, das Weihnachtsgewinnspiel vom 14. Dezember von dem Adventskalender natürlich auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook, sagt nichts Falsches, Zwergi, könnt ihr jeweils einen Preis gewinnen und ja, müsst ihr nur Kommentare schreiben und teilnehmen und die Teilnahmeregeln befolgen.
Noch ist alles offen, noch könnt ihr teilnehmen. Also, es gibt wundervolle Preise zu gewinnen. Also, bis Montag läuft dieses Gewinnspiel noch. Also, teilnehmen. Es gibt was zu gewinnen. Nicht, dass es hier wieder nur eine Gewinnerin gibt. Ja, die schreibe ich jetzt sofort mal an und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.